Die Cancel Culture und die Einschränkung abweichender Meinungen greifen in Deutschland immer weiter um sich. Michael Lüders hat in seinem letzten Video ein wirklich erstaunliches Plädoyer für die Meinungsfreiheit, für den freien Diskurs und gegen die Kriegstreiberei der aktuellen Bundesregierung gehalten. Wir schauen uns dieses Plädoyer hier mal kurz an. Wie gesagt, es ist erst am Ende seines letzten Videos erschienen. Schaut euch gerne selbst das ganze Video an. Das ist leider etwas zu lang, um dann eine Reaktion drauf zu machen. Wir schauen uns jetzt wirklich nur dieses gute Plädoyer zum Abschluss an. Aber wie gesagt, danach geht gleich zum Video, das ich auch in der Beschreibung verlinken werde. Und schaut gerne bei Michael Lüders Kanal vorbei, wo es auch immer sehr viele interessante Analysen gibt. Wir haben immer wieder gehört, man darf dem Iran keine Atombomben gewähren. Fanatische Mullahs darf nicht sein. Finde ich auch richtig. Noch besser wäre es, man hätte die gesamte Region atomwaffenfrei gestaltet. Dann hätte man aber auch das israelische Arsenal darüber reden müssen, über die israelischen Atomwaffen. Das ist natürlich ein Tabu im Westen. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Netanyahu dermaßen entfesselt agiert, was passiert denn mit den ganzen Atomwaffen in diesem Land, wenn da irgendwie der Wahnsinn zur Methode wird? Ich halte das für brandgefährlich, was sich dort gerade abspielt. Die meisten von uns nehmen das nicht so wahr, verdrängen das. Die Politik will das nicht wirklich zur Kenntnis nehmen, weil wir gewohnt sind, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Aber das ist ein gefährlicher Weg. Und man kann nur hoffen, dass die Politik zurückfindet zu Vernunft und Augenmaß. Und so wie es jetzt große Demonstrationen gibt in Deutschland, aus verschiedenen Gründen, aber doch wesentlich deswegen, weil immer mehr Menschen spüren, dass die Politik in eine Richtung geht, die nicht ihrer eigenen Lebenswirklichkeit entspricht. So wäre es wünschenswert, dass man auch in diesen außenpolitischen Fragen dazu übergeht, der Regierung Grenzen aufzuzeigen und ihr ja klar zu vermitteln, dass man keine Kriege führen möchte. Kriegsertüchtigung ist jetzt der neue. Ja, also wirklich gutes Statement. Es braucht endlich Proteste gegen diese verrückte Kriegstreiberei unserer Regierung. Trend des Verteidigungsministers Pistorius. Er will Deutschland kriegstüchtig machen. Ja, wollen wir denn nun wirklich Krieg führen gegen Russland, gegen den Iran, gegen später auch noch China? Wohin soll die Reise gehen? Oder wollen wir. Ja, also das, was Pistorius da gesagt hat, das haben viele vielleicht mitbekommen. Aber die strategischen Überlegungen, die dahinter sind, über die haben viele Mainstream-Medien nicht berichtet. Es gibt nämlich Thinktanks wie die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die auch von zahlreichen anderen Thinktanks, Konzernen und staatlichen Institutionen finanziert wird, die aktuell einen Krieg gegen Russland planen und eine noch weitere Aufrüstung fordern. Also die wirklich mit dem Krieg mit Russland innerhalb der nächsten 10 Jahre planen. Also diese Äußerungen von Pistorius, die werden da im Hintergrund vorbereitet. Das, was Pistorius da sagt, das wurde schon längst in transatlantischen Thinktanks durchgespielt. Eine andere Also Gesellschaft. das ist, da damit würde ich wirklich sagen, das ist nicht irgendwie eine unbedachte Aussage. Da steckt Strategie dahinter. Wo mehr geguckt wird, was wollen die Menschen, was tut uns gut. Es müssen doch nicht immer nur die Interessen von Machteliten bedient werden, die ihren eigenen Interessen frönen und die breite Masse der Bevölkerung bleibt sich selber überlassen. Messieurs, Damen, das war der Versuch, in einer Tour d'Horizon einmal eine Schneise zu schlagen durch die Düsternis der Region. Vieles gäbe es noch zu sagen. Belassen wir es jetzt an dieser Stelle bei dem, was gesagt worden ist. Ich denke, wir haben allen Anlass, aufmerksam zu bleiben. Glauben wir nicht, dass unsere politischen Vertreter in der Lage wären, notwendigerweise konstruktive Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Die Neigung, den USA willig sein zu wollen, den Israelis zu Diensten sein zu wollen, anstatt erst einmal zu fragen, was sind unsere eigenen Interessen und wie kann man deeskalierend wirken, wie kann man Konflikte entschärfen, wie kann man zur Diplomatie zurückfinden. In diese Richtung gilt es mehr nachzudenken, wie ich meine. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, absolut. Also es braucht endlich neue Demonstrationen der Friedensbewegung. Ich hatte gesagt, Michael Lüders hatte sich in diesem Video auch noch gegen die Cancel Culture ausgesprochen. Das Video der Fall. Das war leider nicht mehr im Abschlussstatement drin. Aber dafür, wie gesagt, schaut euch gerne das gesamte Video an. Kanal von Michael Lüders müsstet ihr alle finden. Wie gesagt, gebt ein Like für das gute Video. Und für das klare Statement zum Abschluss, es braucht endlich Demonstrationen gegen diese irre kriegstreiberische Außenpolitik unserer Bundesregierung.